Yo, Peace meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf einer weiteren Folge von Rap Talk, meine Lieben. Rap Talk bei Doggy3DL. Yo, Freunde, herzlich willkommen, es geht wieder los, eine weitere Folge von Rap Talk. Ich weiß, das Musikvideo von Sido ist wohl 1 bis 2 Wochen schon alt, Freunde, aber ich habe mir überlegt, ich mache trotzdem noch ein Video dazu. Ist mir doch egal, es muss ja nicht immer aktuell sein, oder Freunde? Ich könnte auch Videos bringen von 1-2 Jahren, die Themen, ist es mir scheißegal, wie. Das ist Doggy3DL. Wir gehen nicht mit der Zeit, sondern gegen der Zeit. Du bist wirklich ein fieser Fettsack. So, am 9.05.2019, ein wunderschöner Tag. Ja, 9.05. Schöner Tag. Meine lieben Freunde, am 9.05. hat Sido das Lied Wie ein Papa rausgehauen. Ja, das Lied ist eine kleine Promophase oder besser gesagt eine kleine Promowelle für sein neues Album. Ich ohne Maske oder wie hieß es nochmal? Warte mal kurz. Ich und keine Maske, Freunde. Eine Line in diesem Video sticht heraus, Freunde, und zwar werde ich sie euch mal kurz abspielen. Sie versuchen es mit Maske so wie Papa, doch sehen keine Sonne, weil sie nur im Schatten stehen von Papa. Ich hoffe, das Video wird dadurch nicht gesperrt, Freunde, ansonsten muss ich es anders hochladen. Und zwar sagt er in der Line, sie versuchen es mit der Maske so wie Papa. Jetzt muss man einmal überlegen, ja, also bevor ich mir dieses Lied angehört habe, habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich dachte mir, okay, Sido hat ein neues Lied rausgehauen. Sido ist eigentlich ein erfolgreicher Rapper, oder besser, er ist ein erfolgreicher Rapper gewesen, oder ist es immer noch? Ich will jetzt kein Hate oder sonst was bekommen. Dann habe ich überlegt, wer könnte dieser Rapper sein, den er meint, der auch wie er eine Maske trägt. Nee. 18 Karat. Freunde, das ist der einzige Rapper, der im Moment kurz vor einem Album steht, ja? Und das ist der einzige Rapper, der im Moment eine Maske trägt, ja? Und sich nicht zeigt. Klingt plausibel. 18 Karat könnte es sein. Banger-Musik, Farid Bang, Diskrepanzen, Beef, bla bla, könnte hinhauen. Ich hatte natürlich überlegt, könnte es vielleicht AK außer Kontrolle sein, aber der trägt ja keine Maske im Prinzip. Der trägt ja nur hier so ein Ding. So eine Bandana. Das ist ja keine Maske, Freunde. Ob es stimmt oder nicht, vielleicht rufe ich damit jetzt gerade eine neue Welle heraus. Wäre cool, wenn ich mal Doggy3DL eine kleine Welle rausbringe in Deutsch Rap. Das wäre geil, Alter. Was haltet ihr davon, Freunde? Würde mich mal interessieren, ja? Überlegt mal, wer könnte das sein? Wen könnte er meinen? Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne meinen. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da. Genau, das könnt ihr machen. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Und Peace and Peace.